tatsächlich komplett vergessen. Ups. Wie? Noch so düsterer. Ui. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Ernsthaft? It's true, the gale is sweeter, slightly less non-toxic. Es ist nur ein ganz kleines bisschen weniger toxisch. Yay? Weiß nicht. Ach, da waren sie alle noch. Okay. Ich brauche... Und Bones. Naja, war klar. Also... Mal. Und... Irgendwie ist der netter als GLaDOS. Keine Ahnung. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Okay. Ich glaube, dem ging es auch nicht so gut. Okay. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Da oben komme ich lang. Hier geht's weiter. Ist das ja eine funktionierende Treppe? Ja. Ich vermute, wir müssen hier lang. Das schaut doch gut aus. Einfach nur der Neugierde halber. Remember. Ja, ja. Oh. Okay. So viel dazu. Ich habe absolut die Orientierung. Aber schön, dass die Sachen geblieben sind. Also nochmal. Bouncy. Bouncy. Hey. Oh no. Muss ich das nochmal machen, oder? Und jetzt habe ich es festgehakt. Das wär's. Das wär's das erste Mal, dass ich das schaffe. Habe ich es kaputt gemacht? Nee, okay. Die geht nur automatisch hinter einem zu. Sobald man hier durch ist. Okay. Okay, okay, okay. Ah, darüber muss ich. Ups. Okay. Na, hier schaut's doch schon... Nee. Hier schaut's genauso schlecht aus. Was habe ich denn heute für eine Orientierung? Okay, hier ist der nächste Test. Also war das beim hier schon nächsten mal Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Oh. Hm. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, in meine du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Nice. So. Dann müssen wir da runter. Und das. Ja. Da ist... Oh, okay. Ah. Okay.
geschafft. Oh Gott. Das war... Das kann jetzt einen Moment dauern, bis man den richtigen Winkel hat, dass es schneller geht. Naja. Und... Geschafft. So. Der war ein bisschen besser. Ich wollte gerade sagen. Das wär's jetzt. Okay. Nein! Okay. Treffen. Oh. Ja. Ui. Okay, es hat gerufen. Warum auch immer. Jetzt? Nein! Sag mal! Na komm, das kriege ich hin. Na jetzt so. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay. Nice to know, Leute. Nice to know. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Yay. Okay. Kann ich da hinschießen? Nee, das geht nicht. Das dahin? Nein. Ich kann hier schauen. Und komme ich da irgendwie ganz rauf? Denn wir brauchen Gel. Das heißt, wir müssen da oben. Jetzt. Sehr schön. Ein Stückchen nach oben. Und dahin. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Na danke, du Arsch. Warte mal. Wir dürfen jetzt nur blau versetzen. Quatsch. Reißen wir jetzt einfach mal alles hier ein. Vielleicht besser so. Deutsch. Okay. Nee, dahin. Geht noch ein bisschen weiter? Nö, natürlich nicht. Mich auch. So.
Sehr schön, das kann er durch. Okay. Ui. Okay, wait. Wir müssen darüber. Wir müssen nämlich so da durch. Okay. Na dann, Geronimo. Bitte war es weit genug. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Yay, glaube ich. So ein bisschen. Zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Naja, ging ja. Ganz es ist also abwaschbar. Sag ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Was können wir noch alles? Okay, da können wir hin. Das funktioniert nicht ganz so gut. Vor allem, weil wir dahin wollen. Das heißt, wir müssen hier lang. Okay. Gut geschafft. Oh, hier haben wir das weiße Gel. Und es ist schon wieder zappenduster. Da ist die Treppe. Ja, hi, Snipsnü. Wenn wir langsam aufhören, schnuppeln. Der falsche. Oh. Okay, ich glaube, das Ding müssen wir bewegen. Was ist los, Luke? Ein Gazi-Dazi, ein kleines Gazi-Dazi. Möchtest du, dass ich aufhöre? Kann es sein, dass du Hunger bekommst, hm? Hi. Soll ich hier jetzt unterbrechen? Hm? Ja, nein, vielleicht. Hi. Alle einmal Hallo an Luca. Ein kleines Nüpsel. Ich hoffe, das geht jetzt deutlich besser für euch, dass ich zumindest ein Ticken lauter bin beim Sprechen über die Hintergrundgeräusche. So, wo waren wir denn? Ich habe gerade keine Orientierung mehr, also so null. Dann schauen wir doch mal. Wir haben hier ein
Blätterportal. Und zwar in blau. Dann schauen wir doch mal, dass hier vielleicht ein bisschen was rauskommt. Oh. So. Das schaut doch schon mal gut aus, weil ich glaube, wir wollen da rüber. Oder? Machen wir einfach mal. Jupp. Schöner Splatter. Dann bin ich ganz sicher, ob wir das da überhaupt brauchen. Ah, da hoch wollen wir, glaube ich. Oha. Komme ich da? Oh mein Gott. Geronimo! Das hat schon mal nicht funktioniert. Wobei, wir kommen, glaube ich... Okay, wir müssen ein Ticken weiterspringen, glaube ich. Jetzt. Das hat nicht funktioniert. Okay. Okay. Nochmal von oben schauen. Da kann ich nichts hinmachen. Kann ich da irgendwie? Nee. Das wäre zu einfach. Schauen wir nochmal, dass wir uns hier... Oh. Ja. Erstmal runterfallen. So. Es ist schon ein bisschen dunkel, oder? Ne, bei euch ist das nicht so düster. Ich glaube, das liegt an meinem Bildschirm. Kurz hier die... Helligkeit vielleicht ein bisschen hochschrauben bei meinem Bildschirm. Nicht, dass ich deswegen nichts sehe, weil... In der Aufnahme bei euch schaut das weitaus heller aus. Hm. Okay. Wir haben blau jetzt da unten gesetzt. Na ja. Müssen wir dann hier nochmal drauf? Ich glaube schon. Erstmal hier hin. Dann darauf. So. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Hier kann ich auch nichts hinmachen. Ich glaube, wir müssen dahin. Und das schaffen wir, indem ich besser springe. Glaube ich. Weil das ist, glaube ich, schon richtig, dass man hier drauf... Aber wir brauchen mehr Schwung. Wie kriegen wir mehr Schwungmasse? Kriegen wir so vielleicht mehr Schwung hin? Oder? Ich könnte schwören, das war einfacher das letzte Mal. Wobei ich mich heute auch ein bisschen dämlich anstelle, muss ich zugeben. An mehr Stellen können wir nichts splattern. Schauen wir doch mal. Ah, jetzt. Okay. War doch richtig mit dem grundlegenden Gedanken. Machen wir mal hier ein Tor hin. Oh. Wait. Wo müssen wir dahin? Hörst du das? Es bedeutet für verwirrend zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Uhren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre Rotarmee-Hars brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid von mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir es an. Ich glaube, ihm geht's gut.
Bleib hier, wir brauchen dich. Eieiei. Da ist eine gute Stelle, da ist eine sehr gute Stelle. Hab dich. So, machen wir dich mal wieder sauber, bevor du uns hier um die Ohren fliegst. Ich finde die Cubes, die leuchten irgendwie schöner. Ich vermute einfach mal. Okay. Da wollen wir hin. Ach, Quatsch. So. Na komm. So. Dann können wir hier Splatter hinmachen und da Splatter hinmachen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, was das bringen soll, aber... ein Stückchen näher dran. Und aus. Jetzt springen wir hier. Ja, ich glaube, da fehlt auch noch ein bisschen. Sehr schön. So, dann können die beiden Sachen sich mal ganz kurz gegenseitig ärgern. Ich bin ein Flummi. Flummi, Flummi, Flummi. Darüber irgendwie? Hm. Mal kurz so. So. Jetzt ist das Wasser weg. Oh, doch nicht. Jetzt so? War, glaube ich, ziemlich schwachsinnig, dass ich das gemacht habe. Ach so. Wie kriege ich jetzt... Ha! Jetzt. Warum ist es unsere Forschung gefährlich? Warum nicht? Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Bitte was? Subjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Entschuldigung. Ich wollte nicht böse. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, er mag mich nicht. Wir sind keine artige Maus. Definitiv keine artige Maus. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ich habe das dumpfe Gefühl, Carolyn geht's nicht gut. Und GLaDOS würde ihm mit dem Testsubjekt, glaube ich, nicht so zustimmen. Sehr vermutlich. So. Da ist eine weitere Wand. Das ist gut. Müssen wir nur schauen, wo das Gegenstück hin soll. Exit dürfen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Wäre ja jetzt auch viel zu einfach gewesen, wenn wir jetzt einfach den Ausgang hätten nehmen dürfen. Das wäre definitiv viel zu einfach gewesen. Okay, wo ist der nächste Punkt? Ui. Okay. Ich würde sagen, da. Googeln, okay. Geht die Tür? Unerwartet, dass die Tür tatsächlich funktioniert. Okay. Da ist ein Flow. Die Tür geht wieder nicht, ne? Ja. Okay. Ja. Nehmen wir mal den einfachen Weg. Oder auch nicht. Kein einfacher Weg. Wo müssen wir hin? Wir müssen
glaube ich, hier hoch. Aber wir kommen nicht hoch genug, glaube ich. Wir kommen nicht hoch genug. Aber ich habe etwas gesehen. Und zwar müssen wir blau versetzen. So. Bis einem schlecht wird dabei. So. Aber wir haben es geschafft. Ein Kontrollraum. Äffchen drückst Knöpfchen mal wieder. Why not? Was habe ich überhaupt gemacht? Es ist definitiv viel zu lange her. Ich habe es laut gemacht. Okay. Ich vermute mal, dass ich das Gel aktiviert habe. Geht die Tür? Geht auf. Sehr schön. Wo zum... Wir bewegen uns immerhin in die richtige Richtung, nämlich nach oben. Richtung Oberfläche. Das ist zumindest schon mal mehr oder weniger hoffnungsvoll. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 im Bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Ich möchte alles angrabbeln. Einfach nur, weil er es gesagt hat. Okay, ich kann nichts angrabbeln. Ah, schade. Nicht mal ein Clipboard hier irgendwo oder eine Tasse? Nicht mal das Telefon darf ich mitnehmen. Toll. Okay, das geht nicht. Okay, wir haben hier Wartenummern. Wir haben draußen eine sich bewegende Plattform, die sich nicht bewegt. Ja, das war die Tür. Das heißt, wir brauchen... Okay, das hilft nicht so wirklich weiter. Ist hier irgendetwas... Oder bewegt sich das Ding jetzt erst? Nope. Do not litter, do not touch the glass. Keep to the left. Okay. Da ist nichts. Irgendwie schaut der nicht so freundlich aus, ich weiß nicht. So überhaupt nicht freundlich. Testing waiting area. Okay, der sieht seltsam aus. Ach, der hat Geld in den Händen, okay. Ich dachte, denn die... Ja. Oh, bei 23 mit Wartenummer 426. Da wartest du lange. Hier auf dem Boden kann ich nicht. Ich übersehe irgendwo einen Schalter. Das geht auch nicht. Okay, dann probieren wir es doch einfach hier mit. Ich glaube, das könnte besser funktionieren. So. Ah, ich sehe schon, wo es hingeht. Oh Gott, ich sehe, wo es hingeht. Yay. Okay,
Ich muss irgendwie hier mich rausschießen lassen. Aber ich bin vermutlich, wenn ich das hier nutze, nicht weit genug, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Ach doch. Ah! Ups. Okay, nein, ich bin nicht weit genug damit. Okay. Okay. Gibt es da noch was Höheres? Nein. Wenn ich so fliege, fliege ich ja da dagegen, oder? Kann ich dann eine Ebene höher? Kann ich was kaputt machen? Oh. Aber ich kann da hoch. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich möchte schauen. So. Und zwar muss ich das Portal dahin machen. Neuer Versuch. Jetzt. Ah, Kontrollraum. Hallo? Das schaut doch... Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Oh, danke. Was war das? Hi. Ich muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ach, schade. Er unterbricht, wenn ich rausgehe. So ein Mist. Dachte, ich ziehe mich nur noch ein Stückchen weiter in die Ecke rein. Ein kleines Ticken größer. Aber dafür mehr in die Ecke. So. Ja. So. Das ist besser. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Mir gefällt das noch weniger als dir. Schließlich wurde ich gerade teilweise von einem Vogel aufgefressen. Yep. Ja, ist okay. Oh, du stichst mich. Was soll denn das? Halt. Warte. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das nicht lange genug. Ich glaube, aufregen. Hui. Wow. Na, das war jetzt gut abgepasst. Und die Kartoffel hat sich nicht aufgelöst in dem Feld. Nicht so wie wahrscheinlich sämtliche Plumpen, die ich bis dato hatte. Die sind vermutlich weg.